Anna-Maria traut ihrem Partner Moosreitner nicht mehr über den Weg. Aber der Versuchung, in seinem Architekturbüro mitzuarbeiten, kann sie nicht widerstehen. Lorenz kommt sogar am Wochenende zum Zeichnen zu den Seebergers. Sohn Manuel veranstaltet unterdessen in Kiesberg heimlich eine Mofa-Rallye. Einer seiner Freunde verunglückt dabei schwer. Manuel reagiert sofort und holt Hilfe. Am Unfallort begegnen sich Anna-Maria und Alexander in seltener Eintracht. Manuel dagegen ist am Ende. Er fühlt sich am Unfall seines Freundes schuldig. Autounfall gehabt. Mein Papi hat auch einen Autounfall gehabt, aber mit einem großen LKW. War deine Mama auch dabei, als es passiert ist? Nö, sonst wäre sie auch tot. Und dann wäre ich jetzt ganz allein. Mein Papa saß am Steuer. Ihm ist nicht so viel passiert. Er hat sich immer ganz viele Sorgen gemacht. Ich habe ihn dann immer getröstet. Du machst das eigentlich auch manchmal. Einfach die Augen ganz fest zumachen und dann stellst du dir vor, dein Papa würde noch leben. Ich mache das bei meiner Mama so. Manchmal klappt es. Bei mir klappt es nicht, aber weißt du, du musst nicht traurig sein. Weil deine Mama und mein Papa, die haben sich im Himmel jetzt ganz bestimmt getroffen. Und denen geht es jetzt bestimmt ganz, ganz gut. Woher nehmen Sie nur die Kraft? Ihre Kinder, das Kieswerk und jetzt das hier, das alles unter einen Hut zu bringen. Durch die Herausforderung bin ich ja stark geworden. Und ich bin fast zusammengebrochen. Ich wusste überhaupt nicht mehr weiter. Wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, ich würde einen LKW fahren oder ein Kieswerk leiten oder mich als Architektin versuchen, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Sie haben schon recht. Das Schicksal trägt man nicht leichter, indem man sich verweigert. Anna-Maria, Sie ahnen gar nicht, wie sehr mir Ihre heitere Art gut tut. Wie sehr ich Sie dafür... Anna, ich glaube, ich habe mich in Sie verliebt. Sie müssen jetzt nichts sagen. Mein Gefühl für Sie ist erst einmal mein Problem. Antworten Sie mir erst, wenn Sie vielleicht das Gleiche empfinden. Ich kann warten. Prinzessin! Alexander, schau mal, wir haben ein richtiges Wasserrad gebaut. Mensch, toll. Schau mal, da vorne ist der Staudamm. Was meinst du, wofür wir den brauchen? Also mit dem Wasserrad erzeugt ihr sicher Strom. Den Bach habt ihr gestaut, damit ihr besser Fische fangen könnt. Ach Quatsch, ich mach doch keine Fische tot. Nee? Wer ist der junge Mann? Ich bin der Paul. Das ist mein Freund. Du, Alexander, fahr mal ein Stück mit deinem Auto. So, wenn ihr Lust habt. Festhalten. Mom? Kann ich mal mit dir reden? Was gibt's denn? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Was ist mit deinem Taschengeld? Ist abgebrannt. Tja, mein Schatz. Was hältst du von Einteilen? Wozu brauchst du das Geld? Ich wollte den Sascha im Krankenhaus besuchen und ihm was mitbringen. Und außerdem brauche ich eine Fahrkarte, verstehst du? Kein Wort. Ab heute fahre ich nämlich mit dem MPV. Fährst du mit deinem Mofa? Nee. Okay.
Hol dir das Geld aus meiner Handtasche und bring dem Sascha ein paar Blümchen mit. Danke, Mann. Manuel, von mir aus kannst du das Mofa benutzen. Das kann er nichts dafür. Nein, erstmal nicht. Der Manuel ist schon in Ordnung. Wenn ich dann denke, was ich alles in dem Alter gemacht habe. Sie Kaffee oder möchten Sie lieber Tee? Nein, danke. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es zum Sascha geht. Gott sei Dank, gut. Manuel besucht ihn gerade. Du, danke, nein, ich muss weg. Der Singer hat für uns gekocht. Für mich und Papa. Ja, für die kleine Prinzessin, Blumen. Was machst du da? Ich pack meine Sachen. Sieh hoch. Jetzt sag mir bitte, was mit dir los ist. Du warst denn letzte Nacht? Ich hab mir Sorgen gemacht. Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Du hättest mir wenigstens Bescheid sagen können. Da gibt's nicht viel drauf zu sagen. Hier ist nicht mein Zuhause, das hab ich begriffen. Ich denk, zu Hause spinnst du? Soll das heißen, du willst uns verlassen, mich und her? Einfach hier rausspazieren? Sag, dass das nicht wahr ist. Komm, Rudolf, sei vernünftig. Lass mich einfach gehen. Vernünftig? Du redest mir von vernünftig. Packst einfach deine Sachen und haust ab. Zip, lass dich nicht zu. Das kannst du nicht mit uns machen. Was ist denn los? Ich liebe dich doch und die Kleine liebt dich auch. Was willst du denn? Du hast eine andere. Du warst mit einer anderen im Bett. Komm, lass doch den Scheiß. Ich kann nicht mehr mit dir leben. So einfach ist das. Aber warum denn? Was haben wir dir denn getan? Ihr? Du. Du hast in meinem Namen diesen widerlichen Brief geschrieben. Das reicht doch. Das ist es also? Ja, das ist es. Versteh mich doch. Ich hab das nicht böse gemeint. Vielleicht war es wirklich falsch mit dem Brief. Aber ich hab's für uns drei gemacht. Damit wir weniger Sorgen haben. Damit wir endlich heiraten können. Tut mir leid. Ich meine, ich hab wirklich gedacht, dass wir drei glücklich werden können. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das war hinterhältig und mies. Ich hab kein Vertrauen mehr zu dir. Da gibt's für mich keine Entschuldigung. Na, ihr Hübchen? Der liebe Drago würde sehr gerne mit euch einen Kaffee trinken. Vielleicht später. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit. Ja, wisst ihr überhaupt, dass ich nur wegen euch hier arbeite? Ach, was war denn das für Zeit denn? Frieden. Na, Edna, komm doch einmal zu mir. Ich glaube, ich verzichte lieber auf den Kaffee. Ja? Stimmt was nicht? Sie haben es erraten. Das ist die Auftragsbestätigung an die Firma Blechschmidt über 150 Tonnen Sand. Ja, lesen kann ich ja. Warum fragen Sie mich dann? Ja, wie kommen Sie dazu, dass Sie da einen Rabatt geben? Weil der
das bei solchen Liefermengen so üblich ist. Merken Sie sich ein für alle Mal. Ich kalkuliere hier und ich bestimme hier über Rabatte. Halten Sie sich an Ihr Aufgabengebiet. Sie sind hier Sekretärin. Und zwar meine Sekretärin. Ja, Herr Drago, machen wir wieder einmal Pause. Ja, ja, ich kann ja ohne den Kaffee von der Trixi auch nicht arbeiten. Trixi, du hast ja bei dem einen Stein im Brett. Unverschämte Mensch. Nehmen Sie das nicht persönlich, Frau Gärtner. Der meint es vielleicht gar nicht so. Das war doch immer euer Grantler. Wir werden ihn nicht ändern. Früher sind wir doch auch damit ausgekommen. Verteidige ihn nur. Vielleicht wirst du ja bald auf diesem Platz sitzen. Warum greifen Sie mich jetzt an? Was kann ich denn dafür, dass Sie beide sich nicht verstehen? Jetzt reicht's. Ich kündige. Frau Gärtner, reden Sie noch einmal mit der Frau Seeberger. Das renkt sich wieder ein. Das brauche ich nicht. Mein Entschluss steht fest. Warum gehen Sie denn jetzt? Sie können mich doch nicht so einfach hier allein lassen. Du kommst doch mit diesem Menschen wunderbar klar. Also, hab ich gedacht, du willst nichts mehr von mir wissen. Irrtum. Ich will es wissen. Da hast du einen Moment Zeit? Ich müsste einen Brief an die Firma Klingenschmidt dicken. Ja, freilich, ich komm gleich. Wo ist denn die gute Gärtner? Die gute Gärtner? Die ist gegangen? Das ist ja eine Arbeitsauffassung. Also, bei mir hat sie sich nicht abgemeldet. Nein, das haben wir schon abgeschickt. Naja, vielleicht glaubt sie, dass sie das gar nicht nötig hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frau Gärtner überhaupt nicht mehr kommt. Mir kann's recht sein. Dann wärst du hier die neue Chefsekretärin. Ich? Chefsekretärin? Komm, ich zeig dir mein Modell. Das ist eigentlich nicht tun dürfen, denn das ist zur Konkurrenz zu guten Kontakt. Was heißt denn Konkurrenz? Ich hab doch mit Architekturbüros überhaupt nichts im Hut. Komm. Ich verkaufe Kies und davon gerne viel. Du weißt ganz genau, was ich meine. Das weiß ich nicht. Ach, sag bloß, du weißt nicht, dass deine Frau Seeberger im Architekturbüro bei Moosreiter angefangen hat. Die Anna-Maria? Ach, sieh mal an. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich meine, sie hat immer wieder gesagt, dass sie Lust zur Architektur hat, aber ich hab das für eine Spinnerei gehalten. Vielleicht ist es auch nur eine Spinnerei. Auf jeden Fall arbeitet sie mit meinem schärfsten Konkurrenten, dem Lorenz Mühlenburg, an einem Entwurf für den Wohnpark Nord. Aber macht nichts. Sonja Montinelli ist nicht so leicht zu schlagen. Wie gefällt dir das Modell? Ist hübsch. Aber nichts für mich. Es wären ja schließlich auch Sozialwohnungen. Sag mal. Das wäre dann also unsere erste gemeinsame Arbeit. Du machst die Pläne, ich liefere den Kies. Schade, dass ich kein Bauunternehmen habe. Da hätte man gleich auch wissen lernen. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Sag mal, du hast doch sicher noch Kontakt zu Frau Seeberger. Nein, habe ich nicht. Ich könnte da nämlich ein paar interne Informationen über den Entwurf Mühlenburg ganz gut gebrauchen. Ist übrigens ein recht attraktiver Mann. Vergiss es. Mann, wir sind zwar verkracht, aber bei der Anna-Maria spionieren gehen. Auf gar keinen Fall. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du sowas noch vergiss es! Entweder hörst du sofort auf, oder ich bin auf der Stelle draußen. Das will ich lieber nicht riskieren. Komm, lass uns essen und trinken. Ja, was ist mit deiner Arbeit jetzt? Ich kann warten, ich aber nicht. Okay.
Erfahrungsaustausch über Stellungsdinge im Ehebett. Halt doch die Klappe, halt das letzte Mal. Er weiß, ob der nicht schon dreimal verheiratet war. Ja, und wahrscheinlich hat ihn die Frau jedes Mal davon gejagt. Eigentlich geht's mich ja nichts an, aber glaubst du, dass Margot das aushält mit Holzapfel? Ich denke schon. Sie ist eine starke Frau. Am Ende setzt sie sich immer durch. Ich weiß ein Lied davon zu singen. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen helfen? Sie sind die gute Trixi, die Trixi Huber, nicht wahr? Ja. Mein Name ist Moses Reitner, ich nehme an, das sagt Ihnen was. Ja, ja, freilich. Die Frau Seeberger ist nicht da, falls Sie sprechen wollen. Ich weiß. Der Holzapfel ist sicher da drin. Ja, ja, ich kann Sie gerne wissen. Danke. Ach, der Herr Moses Reitner, grüß Gott. Was verschafft es denn dir? Wo sind die? Ich muss an Hannes denken. Auf meiner Baustelle in Erding hätte ich ein kleines Problem. Ja, wenn Sie außer der Reihe Kies brauchen, dann kann ich schon was machen. Soweit bin ich noch nicht. Es geht um den Aushub. Ich muss sehr schnell die Baukurve aushöhlen. Ja, verstehe. Und das für mich mit unseren Wegen übernehmen. Richtig. Und zwar in der Abendschicht ab heute Abend. Ich denke, 5 LKW werden reichen. Ja, es tut mir leid, Herr Moosreiten, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich konnte mit 5 Wegen aus der Arbeit abziehen. Wir haben ja schließlich unsere Lieferverpflichtungen. Dann schieben Sie es einfach ein bisschen auf. Ich brauche den LKW. Da führt kein Weg daran vorbei. Ja, so einfach geht das nicht. Ich konnte es ja gar nicht alleine entscheiden. Da muss ich erst mit der Chefin reden. Oder mit dem Chef, und der sitzt gerade vor Ihnen. Vergessen Sie nicht, dass mir die Hälfte von dem Ganzen hier gehört. Und mit Frau Seeberger kläre ich das schon. Die arbeitet ja schließlich bei mir in der Architektur. Kommen Sie, Holzapfel. Ich gebe Ihnen das schriftlich als Weisung von Company und dann sind Sie abgesichert. So. Hier für Ihre Akten. Und ab 18 Uhr rollen die Wagen, ja? Schönen Tag noch. Das ist kein Waschechter. Das ist ein Ausgeholter. Großmal, hast dir wohl in die Hosen geschissen. Du kannst mich mal. Vielleicht sollte ich dich nächstes Mal abstürzen lassen. Werner, was ist? Werner! Werner, was ist? Ist alles gut gegangen?
Eben nicht. Es war wie bei Hannes. Ich verstehe. So war das. Eben nicht. Hannes ist nicht abgesprungen. Es war allein. Ich habe ihm nicht helfen können. Tonnen Kruppis zur Wasserburger Landstraße. Ja, natürlich habe ich es verstanden. Ja, meinen Sie, ich bin blöd, oder? Ja. Ja, ich werde es Frau Gärtner ausrichten. Sie können sich darauf verlassen. Ja, auf Wiederhören. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wieso? Wirkt doch alles ganz ruhig hier. Also, schaut nur so aus. Wo ist denn der Holzapfel, die Frau Gärtner? Der Holzapfel ist in der Grube bei meinem LKW vom Toni, was nicht stimmt. Ah, die Frau Gärtner, was ist jetzt mit meinen Papieren? Ich muss vom Hof. Ja. Ach schon. Jetzt gibt's aber auch eine Ruhe. Um die Zeit ist sie immer auf der Bank, oder? Die Frau Gärtner. Die ist nach Hause gegangen. Also, das heißt, sie ist nach Hause gegangen. Ist sie krank? Na, also Frau Seeberger, es hat heute wieder einen so schlimmen Streit gegeben mit dem Holzapfel. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie noch einmal wiederkommt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, es ist aber leider wahr. Und ich arbeite jetzt hier für zwei oder sogar für drei. Seeberger, Kiesberger, trinken Sie über dem Apparat? Ja, grüß Sie Gott, Sie haben schon mal angerufen, gell? Wie geht das jetzt? Ja, das ist geil. Boah, coole Sache. Pass auf, pass auf. Herein, wenn es eine schöne Schwester ist. Mama. Grüß doch, Frau Kutschera. Sag, siehst du, was du angestellt hast? Grüß dich. Wie bitte? Stell dich nicht so dumm an, du weißt genau, dass du schuld hast. Hör doch auf, ich hab dir doch gesagt, ich war schuld. Du hängst dich allein aus. Verlierst zu viel in der Schule. Wahrscheinlich musst du das Jahr wiederholen und das alles nur wegen dieser Blödheit. Ich pack's dann mal, gell. Ciao. Ciao, Alter. Du gehst noch nicht, ich bin noch nicht fertig mit dir. Du kannst deiner Mutter bestellen, dass ein Anwaltsbrief bereits unterwegs ist. So, jetzt kannst du gehen. Aber Mama, das kannst du doch nicht machen. Natürlich kann ich das. Was willst du denn von der Frau Seeberger? Die ist total nett. Die hat mich schon öfter besucht als du. Ach, siehst du, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Du hast doch jetzt Anspruch auf Schadensersatz, Schmerzensgeld etc. Mama, du bist gemein. Später wirst du mir dankbar sein, wenn du ein bisschen Geld auf der Bank hast. Als Ersatz für deine Kopfschmerzen. Mama, ich habe keine Kopfschmerzen, das habe ich dir schon x-mal gesagt. Still, ich habe schon so viel von Spätschäden gehört, da muss man vorsichtig sein. So, mein Junge, und diesen Lieblingspudding habe ich extra für dich gemacht, lass es dir gut schmecken. Der riecht mir total unangenehm. Das in einem Krankenzimmer. Na, dann kannst du selber essen. Grüß Gott, Frau Seeberger, ich wollte Sie mal sprechen. Frau Seeberger, hi! Wie geht's Ihnen? Kommen Sie zurecht? Ich schon, aber allem Anschein nach Sie nicht. Wieso denn das verstehen? Kommen Sie mit. Danke, danke. Bitte sehr. Danke. Bitte. Kein Danke. Nehmen Sie lieber Zucker, denn ich werde Ihnen gleich ein paar bittere Birnen verpassen. Ich habe Sie als Wiegemeister eingestellt, nicht als Arzt. Das war ein Fehler, denn Sie brauchen beides. Oh je, Herr Kagel. Ich habe keine Lust und keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich will nicht lange reden, aber was ich sagen will, ist wichtig. Setzen Sie sich. Ihre direkte Art vertrage ich besser im Stehen. Also gut, Frau Seeberger. So geht es nicht weiter. Bei allem Respekt vor Ihren Entscheidungen, das halbe Werk zu verkaufen, in die Architektur einzusteigen. Ich weiß, jeder will seine Träume verwirklichen. Aber mit dem Kieswerk haben Sie auch eine Verantwortung für die Personen übernommen. Und der Verantwortung bin ich gerecht geworden. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Sie nicht, aber ich. So wie Hannes Seeberger früher die Seele des Werkes war. Für den alle durch dick und dünn gegangen wären, so sind Sie es dann geworden. Und davor habe ich großen Respekt gehabt. Aber jetzt hat das Werk keine Seele mehr. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das Werk steht so gut da wie nie zuvor. Die Seele fehlt, Frau Seeberger. Der gute Geist. Seit Holzapfel das Sagen hat, weht hier ein ungesunder Wind. Die Leute sind unzufrieden, unfreundlich. Streiten sich, führen die Aufträge ungern aus. Sie werden sehen, bald werden die Besten von hier abhauen. Sie sehen wie immer alles viel zu schwarz. Ich sehe schwarz. Wissen Sie, was heute passiert ist? Margot, die Pflichterfüllung in Person, ist mitten aus der Arbeit nach Hause. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie nicht mehr wiederkäme. Die wird Ihnen beim Pokern bestimmt Glück bringen. Wieso Pokern? Heute ist der erste Mittwochabend im Monat.
Nach Pokern wir doch immer. Oh, verdammt, das habe ich total vergessen. Ach was, da muss der alte Moosreitner mal auf uns verzichten. Ich habe der Daniela versprochen, heute Abend mit ihr auf eine Vernissage zu gehen. Dann brauchen Sie mich ja nicht mehr. Ich verabschiede mich besser. Wieso verabschieden? Wohin? Und Buddha sprach, richtet euch nach dem, was ihr als gut erkannt habt. Und lasst von dem, was ihr als schlecht erkannt habt. Ich habe lange über das Problem nachgedacht. Sie brauchen mich nicht mehr. Ich glaube, die sind alle hier verrückt geworden. Hi zusammen. Hallo Manuel. Hallo Manuel. Salut. Mom, ich sag's dir gleich, hier steht Ärger ins Haus. Oh nein, nicht schon wieder was. Was hast du denn jetzt schon wieder ausgefressen? Naja, die Frau Kutschera will dich verklagen und so. Das hat sie auf jeden Fall gesagt. Es steht doch schon ein Anwaltsbrief ins Haus. Oh Gott, ausgerechnet. Die kenne ich vom Elternsprechabend. Die hatte Haare auf den Zähnen. Das war echt scheiße. Am liebsten würde ich es rückgängig machen. Ich würde auch einiges rückgängig machen, wenn ich könnte. Aber leider geht's nicht. Also, blicken wir der Zukunft ins Auge. Na, Schätzlein, wie war's mit dir bei der Frau Bertram? Wir waren in einem Museum, da waren lauter Figuren aus Griechenland. Da hat sie mir lauter ganz, ganz alte Geschichten erzählt. Ich glaub's gar nicht, was die alles weiß. Sag mal, kannst du mich nicht von der blöden Schule abmelden und ganz zu Frau Bertram geben? Genau, ich könnte auch bei ihr schlafen. Hier in einem richtigen Internat. Glaubst du nicht, dass deine Freundin dir ein bisschen fehlen werden, mit denen wir zu reden und spielen in der Pause? Stimmt, das habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt. Pascal, haben wir noch ein bisschen Kisch? Ich würde nachher gerne eine mitnehmen. Ganz viele. Ich packe dir gleich erst ein. Danke. Wieso willst du noch weg? Ja, ich muss noch mal ins Architekturbüro. Wir befinden uns im Endspurt. Und wozu brauchst du dann Proviant? Ja, für den armen Mühlenburg. Der hat bestimmt noch nichts gegessen. Der arbeitet und arbeitet. Ja, der ist nett. Und der Paul auch. Hm? Sag mal, springt eigentlich was für euch raus, wenn ihr gewinnt? Ja, ich denke schon, aber mir geht's mehr um die Herausforderung. Mami, wen magst du lieber, den Alexander oder den Papa von Paul? Alexander natürlich, du Kröte. Margot? Margot? Guten Abend. Das Essen steht unten in der Röhre. Ich mach das hier nur fertig, dann komm ich runter. Wenn du großen Hunger hast, kannst du ja schon anfangen zu essen. Kannst du mir erklären, was das soll? Siehst du doch, ich putze. Und warum gerade jetzt? Weil ich es uns schön machen will. Von heute an hast du eine Frau, die nur noch für dich da ist. Das soll nicht alle Tassen im Schrank. Ich will keine Frau, die nur für mich alleine da ist. Das weißt du genau. Also heute spielst du wirklich verrückt. Schmeißt im Werk die Arbeit hin, fängst mit Hausputz an und morgen fängst du an zu jammern, weil dir die Decke auf den Kopf fällt. Du bist doch keine Frau, die den ganzen Tag allein zu Hause hockt und auf ein Abendessen mit dem Mann wartet. Früher oder später hört jeder auf zu arbeiten. Und ich fange eben früher damit an. Auf jeden Fall, bevor mich dieser Holzapfel völlig fertig macht. Dann. Du kannst machen, was du willst. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich hätte schon früher aufhören sollen, damals, als ich mit Frau Seeberger diesen Krach hatte. Und wenn mir wirklich die Decke auf den Kopf fällt, dann suche ich mir eben eine neue Stelle. Fachkräfte mit meiner Erfahrung werden immer gebraucht. Hoffentlich. Man muss sich formal Material selbst anregen lassen und sich der unkontrollierten Spontanität hingeben. Es geht um die suggestive Kraft. In der Kunst will jedes Werk aus sich selbst ausbeurteilt werden. Ein äußerliches Messen, das nur darauf abzielt, ein Werk gegen das andere schöner, größer oder origineller zu finden, ist unkünstlerisch. Ja, aber wissen Sie, wenn ich ehrlich bin, kann ich damit nicht viel anfangen.
Es ist nicht alles Kunst, was heute gerade modern ist. Trotzdem üben Sie weiter. Gut, dass Sie kommen. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Wie geht es Ihnen? Was soll ich sagen? Sehen Sie selbst. Ist sie oben? Ja. Guten Abend, Frau Kärtner. Guten Abend, Frau Seeberger. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung hier. Kommen Sie, wir gehen runter und setzen uns in die Küche. Ich möchte wissen, was heute passiert ist. Heute? Jeden Tag? Seit Sie den Herrn Holzapfel zum Prokuristen gemacht haben. Da konnte mich doch nie leiden. Jetzt hat er, was er wollte. Ich bin weg. Außerdem, bitte entschuldigen Sie die Offenheit, habe ich den Eindruck, dass Sie das Kieswerk sowieso nicht mehr besonders interessiert. Das stimmt nicht, das wissen Sie genau. Ich habe halt geglaubt, wenn zwei solche Vollprofis wie der Herr Holzapfel und Sie das Werk leiten, dass sie nicht jede Minute da sein muss. Da haben Sie sich eben geirrt. Soll doch vorkommen, dass zwei nicht miteinander können. Bitte komm jetzt zurück. Ich kann nicht so lange der Holzapfel sitzt. Aber ich kann doch nicht so einen Mann entlassen, nur weil Sie sich mit ihm nicht vertragen. Dann müssen Sie eben auf mich verzichten. Ich brauche Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie bleiben noch wenigstens. Ich bleibe. Danke, Herr Koch. Ist nicht eine tolle Vernissage? Ich möchte dir gerne einen ganz begnadeten Künstler vorstellen. Mario Küstung. Er wird einer von den ganz, ganz Großen sein. Er hat diese wunderbaren Bilder hier gemalt. Guten Tag. Tag. Sind Sie Künstler oder vielleicht Mäzen? Ich mache Kies. Was? Ich habe ein Kieswerk. Ach so. Ach, machen Sie sich nichts draus. Ein Künstler, der muss gerufen sein und nicht jeder ist dazu in der Lage, den Menschen eine Message zu geben. Sie entschuldigen mich bitte. Meine Message ist, dass ich jetzt gehe. Alter, wieso denn? Gefällt es dir hier nicht? Hier sind doch so viele interessante Menschen. Ja, das mag sein, aber du weißt doch, vielleicht bin ich wirklich so einfach gestrickt. Ich kann mit diesen pseudo-intellektuellen Geschwätz nichts anfangen. Also wenn ich ehrlich bin, mir ist ein Pokerabend lieber als diese Wichtigtour. Die Kisch. Guten Appetit. Oh, danke. Ich gestehe, ich habe mächtigen Hunger. Essen Sie da nichts? Nein, danke. Ich habe schon zu Hause mit den Kindern gegessen. Trinken Sie einen Schluck Wein mit? Gerne. Viel ist nicht mehr da. Für zwei Gläser reicht's noch. Tja. Danke sehr. Etwas, was Sie nicht können? Die ist nicht von mir. Die hat unsere Pascal gemacht. Trotzdem gut. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, sonst wären Sie auch verhungert. Ja, verhungert an Leib und Seele. Seit Sie dabei sind, weiß ich gar nicht mehr, wie ich ohne Sie
habe arbeiten können. So, jetzt gehen wir an die Beschreibung. Wir müssen gut formulieren, damit die Schüler uns auch versteht. Haben Sie schon einen Entwurf vorbereitet? Ja. Ich habe da ganz so was formuliert. Aber ich möchte gerne, dass Sie die Bewerbung in Ihre Worte fassen. Gut, fangen wir an. Ehrlich gesagt, ich kann den Tag der Auslobung gar nicht mehr erwarten. Lassen Sie eigentlich irgendwann mal die Flügel hängen? Nur wenn ich zu Hause bin, allein in meinem Zimmer. Wenn Sie mal eine Schulter zum Anlehnen brauchen. Ich wäre für Sie da. Danke, Lorenz. Guten Tag. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern Frau Seeberger gesprochen, nur für einen kurzen Moment. Ja, mit wem habe ich denn die Ehre? Tiedau ist mein Name. Ach, der Oberinspektor. Ja, Sie kennt mich schon, ja. Moment. Entschuldigung, der Herr Oberinspektor Tiedau wäre jetzt da. Der ist ja noch. Und er will die Frau Seeberger sprechen. Komm schon. Guten Tag, Frau Seeberger. Danke, danke. Ich hätte Sie gern mal gesprochen. Allein, wenn es geht. Ja, natürlich. Gehen wir in mein Büro. Ja, so offiziell ist es nicht. Vielleicht können wir draußen miteinander reden. Ja, klar. Gehen wir raus. Ja. Was wollt denn der? Ja, was fragen Sie mich? Guten Morgen. Guten Morgen. Einen Kaffee, bitte. Mögen Sie den Tee nicht? Nein. Herr Lange schätzt ihn seit vielen Jahren. Ich aber nicht. Ach, und Sing, es wäre ganz reizend, wenn Sie mir noch ein 3-Minuten-Ei kochen könnten. Schauen Sie doch mal in unserem neuen Bistro vorbei. Wird Ihnen gefallen. Wir haben gerade eine tolle Ausstellung surrealistischer Bilder. Wieso eigentlich unser Bistro? So viel ich weiß, hat auch mein Vater den ganzen Laden bezahlt. Was habe ich Ihnen eigentlich getan? Warum können Sie mich nicht leiden? Ich möchte ganz einfach jetzt in der Ruhe Zeitung lesen. Warum freuen Sie sich nicht, dass es Ihrem Vater gut geht? Sie sollten ihm das gönnen und nicht schmollen wie ein eifersüchtiger Bub. Ein sehr hübscher Vergleich, aber völlig fehl am Platz. Völlig. Das sehe ich anders. Sie kennen mich doch überhaupt nicht und trotzdem lehnen Sie mich ab. Und das kriege ich jedes Mal zu spüren, wenn wir uns treffen. Ich finde, wir sollten uns mal aussprechen und ja, darüber reden, weil wir uns jetzt wohl öfter sehen werden. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass ich in mein Büro komme. Schönen Tag noch. Ich vermute, Sie nehmen den Kaffee schwarz. Sie machen richtig Angst. Was ist denn passiert? Sie hatten doch kürzlich ein Sondermüllproblem in Ihrer Grube. Da ist alles ordnungsgemäß entsorgt worden. Mein Partner hat es gemacht. Ah, dieser Herr Moosreiner. Ich habe davon gehört. Aber, Frau Seeberger, wissen Sie denn, wie der Sondermüll in Ihre Grube gekommen ist? Leider nicht. Ich hätte eigentlich zur Polizei gehen müssen, aber Sie wissen ja selber, was dann passiert wäre. Na eben. Dieser Herr Moosreiner war kürzlich bei mir und hat versucht, mich zu bestechen. Natürlich ist er dann falschen geraten. Tja, inzwischen habe ich rausgekriegt, worum es ging. Und jetzt wollte ich Ihnen meinen dringenden Verdacht sagen. Wir müssen annehmen, dass Moosreiner selbst den Sondermüll in Ihre Grube hat abkippen lassen. Also doch, Herr Moosreiter. Sie müssen jetzt nichts sagen. Aber Sie sollten darüber nachdenken.
Anna-Maria traut ihrem Partner Moosreitner nicht mehr über den Weg. Aber der Versuchung, in seinem Architekturbüro mitzuarbeiten, kann sie nicht widerstehen. Lorenz kommt sogar am Wochenende zum Zeichnen zu den Seebergers. Sohn Manuel veranstaltet unterdessen in Kiesberg heimlich eine Mofa-Rallye. Einer seiner Freunde verunglückt dabei schwer. Manuel reagiert sofort und holt Hilfe. Am Unfallort begegnen sich Anna-Maria und Alexander in seltener Eintracht. Manuel dagegen ist am Ende. Er fühlt sich am Unfall seines Freundes schuldig. Autounfall gehabt. Mein Papi hat auch einen Autounfall gehabt, aber mit einem großen LKW. War deine Mama auch dabei, als es passiert ist? Nö, sonst wäre sie auch tot. Und dann wäre ich jetzt ganz allein. Mein Papa saß am Steuer. Ihm ist nicht so viel passiert. Er hat sich immer ganz viele Sorgen gemacht. Ich habe ihn dann immer getröstet. Du machst das eigentlich auch manchmal. Einfach die Augen ganz fest zumachen und dann stellst du dir vor, dein Papa würde noch leben. Ich mache das bei meiner Mama so. Manchmal klappt es. Bei mir klappt es nicht, aber weißt du, du musst nicht traurig sein. Weil deine Mama und mein Papa, die haben sich im Himmel jetzt ganz bestimmt getroffen. Und denen geht's jetzt bestimmt ganz, ganz gut. Woher nehmen Sie nur die Kraft? Ihre Kinder, das Kieswerk und jetzt das hier, das alles unter einen Hut zu bringen. Durch die Herausforderung bin ich erst stark geworden. Und ich bin fast zusammengebrochen. Ich wusste überhaupt nicht mehr weiter. Wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, ich würde einen LKW fahren oder ein Kieswerk leiten oder mich als Architektin versuchen, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Sie haben schon recht. Das Schicksal trägt man nicht leichter, indem man sich verweigert. Anna-Maria, Sie ahnen gar nicht, wie sehr mir Ihre heitere Art gut tut. Wie sehr ich Sie dafür... Anna, ich glaube, ich habe mich in Sie verliebt. Sie müssen jetzt nichts sagen. Mein Gefühl für Sie ist erst einmal mein Problem. Antworten Sie mir erst, wenn Sie vielleicht das Gleiche empfinden. Ich kann warten. Prinzessin! Alexander, schau mal, wir haben ein richtiges Wasserrad gebaut. Ist toll. Schau mal, da vorne ist der Staudamm. Was meinst du, wofür wir den brauchen? Also mit dem Wasserrad erzeugt ihr sicher Strom. Und den Bach habt ihr gestaut, damit ihr besser Fische fangen könnt. Ach Quatsch, ich mach doch keine Fische tot. Nee. Und wer ist der junge Mann? Ich bin der Paul. Das ist mein Freund. Du, Alexander, fahr mal ein Stück mit deinem Auto. Tja, wenn ihr Lust habt. Schön festhalten. Ja? Kann ich mal mit dir reden? Was gibt's denn? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Was ist mit deinem Taschengeld? Ist abgebrannt. Tja, mein Schatz. Was hältst du von Einteilen? Wozu brauchst du das Geld? Ich wollte den Sascha im Krankenhaus besuchen und ihm was mitbringen. Und außerdem brauche ich eine Fahrkarte, verstehst du? Kein Wort. Ab heute fahre ich nämlich mit dem MPV. Fährst du mit deinem Mofa? Nee. Okay. Hol dir das Geld aus meiner Handtasche.
und bring dem Sascha ein paar Blümchen mit. Danke, Mann. Manuel, von mir aus kannst du das Mofa benutzen. Jetzt kann er nichts dafür. Nein, erstmal nicht. Der Manuel ist schon in Ordnung. Wenn ich dann denke, was ich alles in dem Alter gemacht habe. Kaffee oder möchten Sie lieber Tee? Ah, nein, danke. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es zum Sascha geht. Gott sei Dank, gut. Manuel besucht ihn gerade. Du, danke, nein, ich muss weg. Der Singer hat für uns gekocht. Für mich und Papa. Ja, ich bin die kleine Prinzessin. Aber macht nichts. Sonja Montinelli ist nicht so leicht zu schlagen. Wie gefällt dir das Modell? Ist hübsch. Aber nichts für mich. Es wären ja schließlich auch Sozialwohnungen. Sag mal. Das wäre dann also unsere erste gemeinsame Arbeit. Du machst die Pläne, ich liefere den Kies. Schade, dass ich kein Bauunternehmen habe, da hätten wir gleich alles in Land. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Sag mal, du hast doch sicher noch Kontakt zu Frau Seeberger. Nein, habe ich nicht. Ich könnte da nämlich ein paar interne Informationen über den Entwurf Mühlenburg ganz gut gebrauchen. Ist übrigens ein recht attraktiver Mann. Vergiss es. Mann, wir sind zwar verkracht, aber bei der Anna Maria spionieren gehen. Auf gar keinen Fall. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du sowas noch vergiss es! Entweder hörst du sofort auf oder ich bin auf der Stelle draußen. Das will ich lieber nicht riskieren. Komm, lass uns essen und trinken. Ja, was mit deiner Arbeit ist? Ich kann warten, ich aber nicht. Freie Ehekrüppel, deine Erfahrungsaustausch über stellungsdicke Ehebett, hä? Halt doch die Klappe, halt das letzte Mal! Er weiß, ob der nicht schon dreimal verheiratet war. Ja, und wahrscheinlich hat er ihn die Frau jedes Mal davon gejagt. Eigentlich geht's mich ja nichts an, aber glaubst du, dass Margot das aushält mit Holzapfel? Ich denke schon. Sie ist eine starke Frau. Am Ende setzt sie sich immer durch. Ich weiß ein Lied davon zu singen. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen helfen? Sie sind die gute Trixi, die Trixi Huber, nicht wahr? Ja. Mein Name ist Moosreiter, ich nehme an, das sagt Ihnen was. Ja, ja, freilich. Die Frau Seeberger ist nicht da, falls Sie sie sprechen wollen. Ich weiß. Der Holzapfel ist sicher da drin. Ja, ja, ich kann sie gerne, wenn Sie... Danke. Ach, der Herr Moosreiter, grüß Gott. Was verschafft es denn dir? Wollen Sie denn... Ich muss an Hannes denken.
meiner Baustelle in Erding hätte ich ein kleines Problem. Ja, wenn Sie außer drei Kies brauchen, dann kann ich schon was machen. Soweit bin ich noch nicht. Es geht um den Aushub. Ich muss sehr schnell die Baugrube aushöhlen. Ja, verstehe. Und das für mir mit unseren Wegen übernehmen. Richtig, und zwar in der Abendschicht ab heute Abend. Ich denke, 5 LKW werden reichen. Ja, es tut mir leid, Herr Musreiten, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich konnte nicht 5 Wegen aus der Arbeit abziehen. Wir haben ja schließlich unsere Lieferverpflichtungen. Dann schieben Sie es einfach ein bisschen auf. Ich brauche den LKW. Da führt kein Weg daran vorbei. Ja, so einfach geht das nicht. Ich konnte es ja gar nicht allein entscheiden. Da muss ich erst mit der Chefin reden. Oder mit dem Chef, und der sitzt gerade vor Ihnen. Vergessen Sie nicht, dass mir die Hälfte von dem Ganzen hier gehört. Und mit Frau Seeberger kläre ich das schon. Die arbeitet ja schließlich bei mir in der Architektur. Kommen Sie, Holzapfel. Ich gebe Ihnen das schriftlich als Weisung von Company und sind es abgesichert. So. Hier für Ihre Akten. Und ab 18 Uhr rollen die Wagen, ja? Schönen Tag noch. Das ist kein Waschechter. Das ist ein Ausgeholter. Großmal, hast dir wohl in die Hosen geschissen. Du kannst mich mal. Vielleicht sollte ich dich nächstes Mal abstürzen lassen. Tja, Werner, was ist? Werner! Werner, was ist? Ist alles gut gegangen? Eben nicht. Es war wie bei Hannes. Ich verstehe. So war das. Eben nicht. Hannes ist nicht abgesprungen. Es war allein. Ich habe ihm nicht helfen können. Sag mal, springt eigentlich was für euch raus, wenn ihr gewinnt? Ich denke schon, aber mir geht's mehr um die Herausforderung. Mami, wen magst du lieber, den Alexander oder den Papa von Paul? Der Alexander natürlich, du Kröte. Margot? Margot? Guten Abend. Guten Abend. Das Essen steht unten in der Röhre. Ich mach das hier nur fertig, dann komm ich runter. Wenn du großen Hunger hast, kannst du ja schon anfangen zu essen. Kannst du mir erklären, was das soll? Siehst du doch, ich putze. Und warum gerade jetzt? Weil ich es uns schön machen will. Von heute an hast du eine Frau, die nur noch für dich da ist. Das soll nicht alle Tassen im Schrank. Ich will keine Frau, die nur für mich alleine da ist. Das weißt du genau. Also heute spielst du wirklich verrückt.
Schmeißt dem Werk die Arbeit hin, fängst mit Hausputz an und morgen fängst du an zu jammern, weil dir die Decke auf den Kopf fällt. Du bist doch keine Frau, die den ganzen Tag allein zu Hause hockt und auf ein Abendessen mit dem Mann wartet. Früher oder später hört jeder auf zu arbeiten. Und ich fange eben früher damit an. Auf jeden Fall, bevor mich dieser Holzapfel völlig fertig macht. Dana, du kannst machen, was du willst. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich hätte schon früher aufhören sollen, damals, als ich mit Frau Seeberger diesen Krach hatte. Und wenn mir wirklich die Decke auf den Kopf fällt, dann suche ich mir eben eine neue Stelle. Fachkräfte mit meiner Erfahrung werden immer gebraucht. Hoffentlich. Man muss sich formal Material selbst anregen lassen und sich der unkontrollierten Spontanität hingeben. Es geht um die suggestive Kraft. In der Kunst will jedes Werk aus sich selbst ausbeurteilt werden. Ein äußerliches Messen, das nur darauf abzielt, ein Werk gegen das andere schöner, größer oder origineller zu finden, ist unkünstlerisch. Ja, aber wissen Sie, wenn ich ehrlich bin, kann ich damit nicht viel anfangen. Es ist nicht alles Kunst, was heute gerade modern ist. Trotzdem üben Sie weiter. Gut, dass Sie kommen. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Wie geht es Ihnen? Was soll ich sagen? Sehen Sie selbst. Ist sie oben? Ja. Guten Abend, Frau Kärtner. Guten Abend, Frau Seeberger. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung hier. Kommen Sie, wir gehen runter und setzen uns in die Küche. Ich möchte wissen, was heute passiert ist. Heute? Jeden Tag? Seit Sie den Herrn Holzapfel zum Prokuristen gemacht haben. Da konnte mich doch nie leiden. Jetzt hat er, was er wollte. Ich bin weg. Außerdem, bitte entschuldigen Sie die Offenheit, habe ich den Eindruck, dass Sie das Kieswerk sowieso nicht mehr besonders interessiert. Das stimmt nicht, das wissen Sie genau. Ich habe halt geglaubt, wenn zwei solche Vollprofis wie der Herr Holzapfel und Sie das Werk leiten, dass ich nicht jede Minute da sein muss. Da haben Sie sich eben geirrt. Soll doch vorkommen, dass zwei nicht miteinander können. Bitte komm jetzt zurück. Ich kann nicht. Nicht so lange der Holzapfel sitzt. Aber ich kann doch nicht so einen Mann entlassen, nur weil Sie sich mit ihm nicht vertragen. Dann müssen Sie eben auf mich verzichten. Gärtner, ich brauche Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie bleiben noch wenigstens. Ich bleibe. Danke, Koch. Ist nicht eine tolle Vernissage? Ich möchte dir gerne einen ganz begnadeten Künstler vorstellen. Mario Küstow. Er wird einer von den ganz, ganz Großen sein. Er hat diese wunderbaren Bilder hier gemalt. Guten Tag. Tag. Sind Sie Künstler oder vielleicht Mäzen? Ich mache Kies. Was? Ich habe ein Kieswerk. Ach so. Ach, machen Sie sich nichts draus. Ein Künstler, der muss gerufen sein und nicht jeder ist dazu in der Lage, den Menschen eine Message zu geben. Sie entschuldigen mich bitte. Meine Message ist, dass ich jetzt gehe. Alter, wieso denn? Gefällt es dir hier nicht? Hier sind doch so viele interessante Menschen. Ja, das mag sein, aber weißt du, vielleicht bin ich wirklich so einfach gestrickt. Ich kann mit diesen pseudo-intellektuellen Geschwätz nichts anfangen. Also wenn ich ehrlich bin, mir ist ein Pokerabend lieber als diese Wichtigtour. Die Kisch.
Guten Appetit. Oh, danke. Ich gestehe, ich habe mächtigen Hunger. Essen Sie denn nichts? Nein, danke. Ich habe schon zu Hause mit den Kindern gegessen. Trinken Sie einen Schluck Wein mit? Gerne. Viel ist nicht mehr da. Für zwei Gläser reicht's noch. Du bist der Wasserburger Landstraße. Ja, 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 natürlich habe ich es verstanden. Ja, meinen Sie, ich bin blöd, oder? Ja. Ja, ich werde der Frau Gärtner ausrichten. Sie können sich darauf verlassen. Ja, auf Wiederhören. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wieso? Wirkt doch alles ganz ruhig hier. Also schaut nur so aus. Wo ist denn der Holzapfel, die Frau Gärtner? Der Holzapfel ist in der Grube bei meinem LKW vom Toni, was nicht stimmt. Ah, die Frau Gärtner, was ist jetzt mit meinen Papieren? Ich muss vom Hof. Ja? Ach schon. Jetzt gibt's aber auch eine Ruhe. Um die Zeit ist sie immer auf der Bank, oder? Die Frau Gärtner. Die ist nach Hause gegangen. Also das heißt, sie ist nach Hause gegangen. Ist sie krank? Na, also Frau Seeberger, es hat heute wieder einen so schlimmen Streit gegeben mit dem Holzapfel. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie noch einmal wiederkommt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, es ist aber leider wahr. Und ich arbeite jetzt hier für zwei oder sogar für drei. Seeberger, Kiesberger, trinken Sie beim Apparat? Ja, grüße Gott, Sie haben schon mal angerufen, gell? Wie geht das jetzt? Ja, ist das geil. Boah, coole Sache. Pass auf, pass auf. Herein, wenn es eine schöne Schwester ist. Mama. Christopher Kutschera. Da siehst du, was du angestellt hast. Grüß dich. Wie bitte? Da stell dich nicht so dumm an. Du weißt genau, dass du schuld hast. Hör doch auf. Ich hab dir doch gesagt, ich war schuld. Du hängst dich allein aus. Verlierst so viel in der Schule. Wahrscheinlich musst du das Jahr wiederholen und das alles nur wegen dieser Blödheit. Ich pack's dann mal, gell. Ciao. Ciao, Alter. Du gehst noch nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Du kannst deiner Mutter bestellen, dass ein Anwaltsbrief bereits unterwegs ist. So, jetzt kannst du gehen. Aber Mama, das kannst du doch nicht machen. Natürlich kann ich das. Was willst du denn von der Frau Seeberger? Die ist total nett. Die hat mich schon öfter besucht als du. Siehst du, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Du hast doch jetzt Anspruch auf Schadensersatz, Schmerzensgeld etc. Mama, du bist gemein. Später wirst du mir dankbar sein, wenn du ein bisschen Geld auf der Bank hast. Als Ersatz für deine Kopfschmerzen. Mama, ich habe keine Kopfschmerzen. Das habe ich dir schon x-mal gesagt. Still, ich habe schon so viel von Spätschäden gehört. Da muss man vorsichtig sein. So, mein Junge, und diesen Lieblingspudding habe ich extra für dich gemacht. Lass es dir gut schmecken. Die riechen ja total unangenehm. Das in einem Krankenzimmer. Na, dann kannst du selber essen. Grüß Gott, Frau Seeberger, ich wollte Sie mal sprechen. Hallo, Herr Kahn. Wie geht's Ihnen? Kommen Sie zurecht? Ich schon, aber allem Anschein nach Sie nicht. Wie soll ich das verstehen? Kommen Sie mit. Danke, danke. Schön. Bisher? Danke. Bitte. Nein, danke. Nehmen Sie lieber Zucker, denn ich werde Ihnen gleich ein paar bittere Birnen verpassen. Ich habe Sie als Wiegemeister eingestellt, nicht als Arzt. Das war ein Fehler, denn Sie brauchen beides. Oh je, Herr Kagel. Ich habe keine Lust und keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich will nicht lange reden, aber was ich sagen will, ist wichtig. Setzen Sie sich. Ihre direkte Art vertrage ich besser im Stehen. Also gut, Frau Seeberger. So geht es nicht weiter. Bei allem Respekt vor Ihren Entscheidungen, das halbe Werk zu verkaufen, in die Architektur einzusteigen. Ich weiß, jeder will seine Träume verwirklichen. Aber mit dem Kieswerk haben Sie auch eine Verantwortung für die Personen übernommen. Mit der Verantwortung bin ich gerecht geworden. Ich habe hier nichts vorzuwerfen. Sie nicht, aber ich. So wie Hannes Seeberger früher die Seele des Werkes war. Für den alle durch dick und dünn gegangen wären, so sind Sie es dann geworden. Und davor habe ich großen Respekt gehabt. Aber jetzt hat das Werk keine Seele mehr. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das Werk steht so gut da wie nie zuvor. Die Seele fehlt, Frau Seeberger. Der gute Geist. Seit Holzapfel das Sagen hat, weht hier ein ungesunder Wind. Die Leute sind unzufrieden, unfreundlich, streiten sich, führen die Aufträge ungern aus. Sie werden sehen, bald werden die Besten von hier abhauen. Sie sehen wie immer alles viel zu schwarz. Ich sehe schwarz. Wissen Sie, was heute passiert ist? Margot, die Pflichterfüllung in Person ist mitten aus der Arbeit nach Hause. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie nicht mehr wiederkäme. Die wird Ihnen beim Pokern bestimmt Glück bringen. Wieso Pokern?
Heute ist der erste Mittwochabend im Monat. Da pokern wir doch immer. Oh, verdammt, das habe ich total vergessen. Ach was, da muss der alte Moos heute einmal auf uns verzichten. Ich habe der Daniela versprochen, heute Abend mit ihr auf eine Vernissage zu gehen. Dann brauchen Sie mich ja nicht mehr. Ich verabschiede mich besser. Wieso verabschieden? Wohin? Und Buddha sprach, richtet euch nach dem, was ihr als gut erkannt habt. Und lasst von dem, was ihr als schlecht erkannt habt. Ich habe lange über das Problem nachgedacht. Sie brauchen mich nicht mehr. Ich glaube, die sind alle hier verrückt geworden. Hallo zusammen. Hallo Manuel. Hallo Manuel. Salut. Mami, ich sag's dir gleich, es steht Ärger ins Haus. Oh nein, nicht schon wieder was. Das hast du mir jetzt schon wieder ausgefressen. Naja, die Frau Kutschera will dich verklagen und so. Das hat sie auf jeden Fall gesagt. Es steht doch schon ein Anwaltsbrief ins Haus. Oh Gott, ausgerechnet. Die kenne ich vom Elternsprechabend. Die hatte Haare auf den Zähnen. Das war echt scheiße. Am liebsten würde ich es rückgängig machen. Ich würde auch einiges rückgängig machen, wenn ich könnte. Aber leider geht's nicht. Also, blicken wir der Zukunft ins Auge. Na, Schätzlein, wie war es heute bei der Frau Bertram? Wir waren in einem Museum, da waren lauter Figuren aus Griechenland. Da hat sie mir lauter ganz, ganz alte Geschichten erzählt. Ich glaub's gar nicht, was die alles weiß. Sag mal, kannst du mich nicht von der blöden Schule abmelden und ganz zu Frau Bertram geben? Genau, ich könnte auch bei ihr schlafen. Hier in einem richtigen Internat. Glaubst du nicht, dass deine Freundinnen dir ein bisschen fehlen werden? Mit wem willst du reden und spielen in der Pause? Stimmt, das habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt. Pascal, haben wir noch ein bisschen Kisch? Ich würde nachher gerne eine mitnehmen. Ganz viele. Ich packe dir gleich erst ein. Danke. Wieso willst du noch weg? Ja, ich muss noch mal ins Architekturbüro. Wir befinden uns im Endspurt. Und wozu brauchst du dann Proviant? Ja, für den armen Mühlenburg. Der hat bestimmt noch nichts gegessen. Der arbeitet und arbeitet. Ja, der ist nett. Und der Paul auch. Hm? Blumen. Tschüss. Tschüss, Alexander. Ich soll dir ein bisschen von Thea geben. Ich muss dir versprechen, dass du sie heute vom Kindergarten abholst. Was machst du da? Ich pack meine Sachen. Seebuch. Jetzt sag mir bitte, was mit dir los ist. Du warst denn letzte Nacht? Ich hab mir Sorgen gemacht. Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Du hättest mir wenigstens Bescheid sagen können. Da gibt's nicht viel drauf zu sagen. Hier ist nicht mein Zuhause, das hab ich begriffen. Ich denk, zu Hause spinnst du? Soll das heißen, du willst uns verlassen, mich und Thea? Einfach hier rausspazieren? Sag, dass das nicht wahr ist. Komm, Bruder, und sei vernünftig. Lass mich einfach gehen. Vernünftig? Du redest mir von vernünftig. Packst einfach deine Sachen und haust ab. Zip, lass dich nicht zu. Das kannst du nicht mit uns machen. Was ist denn los? Ich liebe dich doch und die Kleine liebt dich auch. Was willst du denn? Du hast eine andere. Du warst mit einer anderen im Bett. Komm, lass doch den Scheiß. Ich kann nicht mehr mit dir leben. So einfach ist das. Aber warum denn? Was haben wir dir denn getan? Ihr? Du. Du hast in meinem Namen diesen widerlichen Brief geschrieben. Das reicht doch. Das ist es also? Ja, das ist es. Versteh mich doch. Ich hab das nicht böse gemeint. Vielleicht war es wirklich falsch mit dem Brief. Aber ich hab's für uns drei gemacht. Damit wir weniger Sorgen haben. Damit wir endlich heiraten können. Nein, tut mir leid. Ich meine, ich habe wirklich gedacht, dass wir drei glücklich werden können. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das war hinterhältig und mies. Ich habe kein Vertrauen mehr zu dir. Da gibt es für mich keine Entschuldigung. Na, ihr Hübschen, der liebe Drago würde sehr gerne mit euch einen Kaffee trinken. Vielleicht.
vielleicht später. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit. Ja, wisst ihr überhaupt, dass ich nur wegen euch hier arbeite? Ach, was war denn das für Zeit denn? Kommst du doch einmal zu mir. Ich glaube, ich verzichte lieber auf den Kaffee. Ja? Stimmt was nicht? Sie haben es erraten. Das ist die Auftragsbestätigung an die Firma Blechschmidt über 150 Tonnen Sand. Ja, lesen kann ich ja. Warum fragen Sie mich dann? Ja, wie kommen Sie dazu, dass Sie da einen Rabatt geben? Weil das bei solchen Liefermengen so üblich ist. Merken Sie sich ein für alle Mal. Ich kalkuliere hier und ich bestimme hier über Rabatte. Halten Sie sich an Ihr Aufgabengebiet. Sie sind hier Sekretärin. Und zwar meine Sekretärin. Ja, Herr Drago, machen wir wieder einmal Pause. Naja, ich kann ja ohne den Kaffee von der Trixi auch nicht arbeiten. Trixi, du hast ja bei dem einen Stein im Brett. Dieser eingebildete, unverschämte Mensch. Nehmen Sie das nicht persönlich, Frau Gärtner, der meint es vielleicht gar nicht so. Das war doch immer euer Grantler. Wir werden ihn nicht ändern. Früher sind wir doch auch damit ausgekommen. Verteidige ihn nur. Vielleicht wirst du ja bald auf diesem Platz sitzen. Warum greifen Sie mich jetzt an? Was kann ich denn dafür, dass Sie beide sich nicht verstehen? Jetzt reicht's. Ich kündige. Frau Gärtner, reden Sie noch einmal mit der Frau Seeberger. Das lenkt sich wieder ein. Das brauche ich nicht. Mein Entschluss steht fest. Warum gehen Sie denn jetzt? Sie können mich doch nicht so einfach hier allein lassen. Du kommst doch mit diesem Menschen wunderbar klar. Ich will es wissen. Da hast du einen Moment Zeit? Ich müsste einen Brief an die Firma Klingenschmidt dicken. Ja, freilich. Ich komm gleich. Wo ist denn die gute Gärtner? Die gute Gärtner? Die ist gegangen? Das ist ja eine Arbeitsauffassung. Also bei mir hat sie sich nicht abgemeldet. Nein, das haben wir schon abgeschickt. Naja, vielleicht glaubt sie, dass sie das gar nicht nötig hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frau Gärtner überhaupt nicht mehr kommt. Mir kann's recht sein. Dann wirst du hier die neue Chefsekretärin. Ich? Chefsekretärin? Komm, ich zeig dir mein Modell. Das ist eigentlich nicht tun dürfte, denn das zur Konkurrenz zu guten Kontakt. Was heißt denn Konkurrenz? Ich hab doch mit Architekturbüros überhaupt nichts zu tun. Komm. Ich verkaufe Kies und davon gerne viel. Du weißt ganz genau, was ich meine. Das weiß ich nicht. Oh, sag bloß, du weißt nicht, dass deine Frau Seeberger im Architekturbüro bei Moosreiter angefangen hat. Die Anna-Maria? Ach, sieh mal an. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich meine, sie hat immer wieder gesagt, dass sie Lust zur Architektur hat, aber ich habe das für eine Spinnerei gehalten. Vielleicht ist es auch nur eine Spinnerei. Auf jeden Fall arbeitet sie mit meinem schärfsten Konkurrenten, dem Lorenz Mühlenburg, an einem Entwurf für den Wohnpark Nord. Seine Informationen über den Entwurf Mühlenburg ganz gut gebrauchen. Ist übrigens ein recht attraktiver Mann. Vergiss es. Mann, wir sind zwar verkracht, aber bei der Anna-Maria spionieren gehen. Auf gar keinen Fall. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du sowas noch vergiss es! Entweder hörst du sofort auf oder ich bin auf der Stelle draußen. Das will ich lieber nicht riskieren. Komm, lass uns essen und trinken. Ja, was mit deiner Arbeit ist? Ich kann warten, ich aber nicht. Thank you.
Dein Erfahrungsaustausch über Stellungskriege im Ehebett, hä? Halt doch die Klappe, halt das letzte Mal! Er weiß, ob der nicht schon dreimal verheiratet war. Ja, und wahrscheinlich hat ihn die Frau jedes Mal davon gejagt. Eigentlich geht's mich ja nichts an, aber glaubst du, dass Margot das ausreicht mit Holz ab? Ich denk schon. Sie ist eine starke Frau. Am Ende setzt sie sich immer durch. Ich weiß ein Lied davon zu singen. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen helfen? Sie sind die gute Trixi, die Trixi Huber, nicht wahr? Ja. Mein Name ist Moses Reitner, ich nehme an, das sagt Ihnen was. Ja, ja, freilich. Die Frau Seeberger ist nicht da, falls Sie sie sprechen wollen. Ich weiß. Der Holzapfel ist sicher da drin. Ja, ja, ich kann sie gerne, wenn sie... Danke. Ach, der Herr Moses Reitner, grüß Gott. Was verschafft es denn dir? Wo sind die... Ich muss an Hannes denken. Auf meiner Baustelle in Erding hätte ich ein kleines Problem. Ja, wenn Sie außer der Reihe Kies brauchen, dann kann ich schon was machen. Soweit bin ich noch nicht. Es geht um den Aushub. Ich muss sehr schnell die Baukurve aushöhlen. Ja, verstehe. Und das für mir mit unseren Wegen übernehmen. Richtig. Und zwar in der Abendschicht ab heute Abend. Ich denke, 5 LKW werden reichen. Ja, es tut mir leid, Herr Musreiten, aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich konnte mit 5 Wegen aus der Arbeit abziehen. Wir haben ja schließlich unsere Lieferverpflichtungen. Dann schieben Sie es einfach ein bisschen auf. Ich brauche den LKW. Da führt kein Weg daran vorbei. Ja, so einfach geht das nicht. Ich konnte es ja gar nicht alleine entscheiden. Da muss ich erst mit der Chefin reden. Oder mit dem Chef, und der sitzt gerade vor Ihnen. Vergessen Sie nicht, dass mir die Hälfte von dem Ganzen hier gehört. Und mit Frau Seeberger kläre ich das schon. Die arbeitet ja schließlich bei mir in der Architektur. Kommen Sie, Holzapfel. Ich gebe Ihnen das schriftlich als Weisung von Company und dann sind Sie abgesichert. So. Hier für Ihre Akten. Und ab 18 Uhr rollen die Wagen, ja? Schönen Tag noch. Das ist kein Waschrichter, das ist ein Ausgeholter. Großmal, hast du wohl in die Hosen geschissen? Du kannst mich mal. Vielleicht sollte ich dich nächstes Mal abstürzen lassen. Werner, was ist? Werner! Werner, was ist?
Ist alles gut gegangen? Eben nicht. Es war wie bei Hannes. Ich verstehe. So war das. Eben nicht. Hannes ist nicht abgesprungen. Es war allein. Ich habe ihm nicht helfen können. Kruppis zur Wasserburger Landstraße. Ja, natürlich habe ich es verstanden. Ja, meinen Sie, ich bin blöd, oder? Ja, ich werde es der Frau Gärtner ausrichten. Sie können sich darauf verlassen. Ja, auf Wiederhören. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wieso? Wirkt doch alles ganz ruhig hier. Also, schaut nur so aus. Wo ist denn der Holzapfel für die Frau Gärtner? Der Holzapfel ist in der Grube bei meinem LKW vom Toni, was nicht stimmt. Ah, die Frau Gärtner, was ist jetzt mit meinen Papieren? Ich muss vom Hof. Ja, ach schon. Jetzt gibt's aber auch eine Ruhe. Um die Zeit ist sie immer auf der Bank, oder? Die Frau Gärtner. Die ist nach Hause gegangen. Also, das heißt, sie ist nach Hause gegangen. Ist sie krank? Na, also Frau Seeberger, es hat heute wieder einen so schlimmen Streit gegeben mit dem Holzapfel. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie noch einmal wiederkommt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, es ist aber leider wahr. Und ich arbeite jetzt hier für zwei oder sogar für drei. Seeberger, Kiesberger, trinken Sie beim Apparat? Ja, grüße Gott, Sie haben schon mal angerufen, gell? Ich soll dir ein Küsschen von Thea geben. Ich muss dir versprechen, dass du sie heute vom Kindergarten abholst. Was machst du da? Ich pack meine Sachen. Seebuch. Jetzt sag mir bitte, was mit dir los ist. Du warst denn letzte Nacht? Ich hab mir Sorgen gemacht. Warum bist du nicht nach Hause gekommen? Du hättest mir wenigstens Bescheid sagen können. Da gibt's nicht viel drauf zu sagen. Hier ist nicht mein Zuhause, das hab ich begriffen. Nicht dein Zuhause, spinnst du? Soll das heißen, du willst uns verlassen, mich und Thea? Einfach hier rausspazieren? Sag, dass das nicht wahr ist. Komm, Bruder, und sei vernünftig. Lass mich einfach gehen. Vernünftig? Du redest mir von vernünftig. Packst einfach deine Sachen und haust ab. Zip, lass dich nicht zu. Das kannst du nicht mit uns machen. Was ist denn los? Ich liebe dich doch und die Kleine liebt dich auch. Was willst du denn? Du hast eine andere. Du warst mit einer anderen im Bett. Komm, lass doch den Scheiß. Ich kann nicht mehr mit dir leben. So einfach ist das. Aber warum denn? Was haben wir dir denn getan? Ihr? Du. Du hast in meinem Namen diesen widerlichen Brief geschrieben. Das reicht doch. Das ist es also? Ja, das ist es. Versteh mich doch. Ich hab das nicht böse gemeint. Vielleicht war es wirklich falsch mit dem Brief. Aber ich hab's für uns drei gemacht. Damit wir weniger Sorgen haben. Damit wir endlich heiraten können. Nee, tut mir leid. Ich meine, ich habe wirklich gedacht, dass wir drei glücklich werden können. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das war hinterhältig und mies. Ich habe kein Vertrauen mehr zu dir. Da gibt es für mich keine Entschuldigung. Na, ihr Hübschen, der liebe Drago würde sehr gerne mit euch einen Kaffee trinken. Vielleicht später. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit. Ja, wisst ihr überhaupt, dass ich nur wegen euch hier arbeite? Ach, was war denn das für Zeit denn? Frühjahr. Na, komm doch einmal zu mir. Ich glaube, ich verzichte lieber auf den Kaffee. Ja? Stimmt was nicht? Sie haben es erraten. Das ist die Auftragsbestätigung an die Firma Blechschmidt über 150 Tonnen Sand. Ja, lesen kann ich ja. Warum fragen Sie mich dann? Ja, wie kommen Sie dazu, dass Sie da einen Rabatt geben? Weil das bei solchen Liefermengen so üblich ist. Merken Sie sich ein für alle Mal. Ich kalkuliere hier und ich bestimme hier über Rabatte. Halten Sie sich an Ihr Aufgabengebiet. Sie sind hier Sekretärin. Und zwar meine Sekretärin. Ja, Herr Drago, machen wir wieder einmal Pause. Naja, ich kann ja ohne den Kaffee von der Trixi auch nicht arbeiten. Trixi, du hast ja bei dem einen Stein im Brett. Dieser eingebildete, unverschämte Mensch. Nehmen Sie das nicht persönlich, Frau Gärtner, der meint es vielleicht gar nicht so. Das war doch immer euer Grantler, wir werden ihn nicht ändern.
Früher sind wir doch auch damit ausgekommen. Verteidige ihn nur. Vielleicht wirst du ja bald auf diesem Platz sitzen. Warum greifen Sie mich jetzt an? Was kann ich denn dafür, dass Sie beide sich nicht verstehen? Jetzt reicht's. Ich kündige. Frau Gärtner, reden Sie noch einmal mit der Frau Seeberger. Das lenkt sich wieder ein. Das brauche ich nicht. Mein Entschluss steht fest. Warum gehen Sie denn jetzt? Sie können mich doch nicht so einfach hier allein lassen. Du kommst doch mit diesem Menschen wunderbar klar. Also, ich habe gedacht, du willst nichts mehr von mir wissen. Irrtum. Ich will es wissen. Da hast du einen Moment Zeit? Ich muss einen Brief an die Firma Klingenschmidt dicken. Ja, freilich. Ich komm gleich. Wo ist denn die gute Gärtner? Die gute Gärtner? Die ist gegangen? Das ist ja eine Arbeitsauffassung. Also bei mir hat sie sich nicht abgemeldet. Nein, das haben wir schon abgeschickt. Naja, vielleicht glaubt sie, dass sie das gar nicht nötig hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frau Gärtner überhaupt nicht mehr kommt. Mir kann's recht sein. Dann wirst du hier die neue Chefsekretärin. Ich? Chefsekretärin? Komm, ich zeig dir mein Modell. Das ist eigentlich nicht tun dürfte, denn das zur Konkurrenz zu guten Kontakt. Was heißt denn Konkurrenz? Ich hab doch mit Architekturbüros überhaupt nichts zu tun. Komm. Ich verkaufe Kies und davon gerne viel. Du weißt ganz genau, was ich meine. Das weiß ich nicht. Och, sag bloß, du weißt nicht, dass deine Frau Seeberger im Architekturbüro bei Moosreiter angefangen hat. Gerne, Maria. Ach, sieh mal an. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich meine, sie hat immer wieder gesagt, dass sie Lust zur Architektur hat, aber ich habe das für eine Spinnerei gehalten. Vielleicht ist es auch nur eine Spinnerei. Auf jeden Fall arbeitet sie mit meinem schärfsten Konkurrenten, dem Lorenz Mühlenburg, an einem Entwurf für den Wohnpark Nord. Aber macht nichts. Sonja Montinelli ist nicht so leicht zu schlagen. Wie gefällt dir das Modell? Ist hübsch. Aber nichts für mich. Es wären ja schließlich auch Sozialwohnungen. Sag mal. Das wäre dann also unsere erste gemeinsame Arbeit. Du machst die Pläne, ich liefere den Kies. Schade, dass ich kein Bauunternehmen habe. Da hätte man gleich alles in der Hand. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Sag mal, du hast doch sicher noch Kontakt zu Frau Seeberger. Nein, habe ich nicht. Ich könnte da nämlich ein paar Inter... Wie geht das jetzt? Ja, los. Ist das geil. Boah, coole Sache. Ja. Pass auf. Oh, Gott. Herein, wenn es eine schöne Schwester ist. Mama. Grüß doch, Frau Kutschera. Siehst du, was du angestellt hast? Grüß dich. Wie bitte? Stell dich nicht so dumm an. Du weißt genau, dass du schuld hast. Hör doch auf. Ich hab dir doch gesagt, ich war schuld. Du hängst dich allein aus. Verlierst so viel in der Schule. Wahrscheinlich musst du das Jahr wiederholen und das alles nur wegen dieser Blödheit. Ich pack's dann mal hier. Ciao. Ciao, Alter. Du gehst noch nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Du kannst deiner Mutter bestellen, dass ein Anwaltsbrief bereits unterwegs ist. So, jetzt kannst du gehen. Aber Mama, das kannst du doch nicht machen. Natürlich kann ich das. Was willst du denn von der Frau Seeberger? Die ist total nett. Die hat mich schon öfter besucht als du. Siehst du, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Du hast doch jetzt Anspruch auf Schadensersatz, Schmerzensgeld etc. Mama, du bist gemein. Später wirst du mir dankbar sein, wenn du ein bisschen Geld auf der Bank hast. Als Ersatz für deine Kopfschmerzen. Mama, ich habe keine Kopfschmerzen. Das habe ich dir schon x-mal gesagt. Still, ich habe schon so viel von Spätschäden gehört. Da muss man vorsichtig sein. So, mein Junge, und diesen Lieblingspudding habe ich extra für dich gemacht. Lass es dir gut schmecken. Die riechen ja total unangenehm. Das in einem Krankenzimmer. Na? Dann kannst du selber essen. Grüß Gott, Frau Seeberger, ich wollte Sie mal sprechen. Hat er keinen?
Ihnen? Kommen Sie zurecht? Ich schon, aber allem Anschein nach Sie nicht. Wie sollen das verstehen? Kommen Sie mit. Danke, danke. Geht schon. Sehr. Danke. Bitte. Kein Danke. Nehmen Sie lieber Zucker, denn ich werde Ihnen gleich ein paar bittere Birnen verpassen. Ich habe Sie als Wiegemeister eingestellt, nicht als Arzt. Das war ein Fehler, denn Sie brauchen beides. Oh je, Herr Kagel. Ich habe keine Lust und keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich will nicht lange reden, aber was ich sagen will, ist wichtig. Setzen Sie sich. Ihre direkte Art vertrage ich besser im Stehen. Also gut, Frau Silberger. So geht es nicht weiter. Bei allem Respekt vor Ihren Entscheidungen, das halbe Werk zu verkaufen, in die Architektur einzusteigen. Ich weiß, jeder will seine Träume verwirklichen. Aber mit dem Kieswerk haben Sie auch eine Verantwortung für die Personen übernommen. Mit der Verantwortung bin ich gerecht geworden. Ich habe hier nichts vorzuwerfen. Sie nicht, aber ich. So wie Hannes Seeberger früher die Seele des Werkes war. Für den alle durch dick und dünn gegangen wären, so sind Sie es dann geworden. Und davor habe ich großen Respekt gehabt. Aber jetzt hat das Werk keine Seele mehr. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das Werk steht so gut da wie nie zuvor. Die Seele fehlt, Frau Seeberger. Der gute Geist. Seit Holzapfel das Sagen hat, weht hier ein ungesunder Wind. Die Leute sind unzufrieden, unfreundlich, streiten sich, führen die Aufträge ungern aus. Sie werden sehen, bald werden die Besten von hier abhauen. Sie sehen wie immer alles viel zu schwarz. Ich sehe schwarz. Wissen Sie, was heute passiert ist? Margot, die Pflichterfüllung in Person, ist mitten aus der Arbeit nach Hause. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie nicht mehr wiederkäme. Die wird Ihnen beim Pokern bestimmt Glück bringen. Wieso Pokern? Heute ist der erste Mittwochabend im Monat. Da pokern wir doch immer. Oh, verdammt, das habe ich total vergessen. Ach was, da muss der alte Moos heute einmal auf uns verzichten. Ich habe der Daniela versprochen, heute Abend mit ihr auf eine Vernissage zu gehen. Dann brauchen Sie mich ja nicht mehr. Ich verabschiede mich besser. Wieso verabschieden? Wohin? Und Buddha sprach, richtet euch nach dem, was ihr als gut erkannt habt. Und lasst von dem, was ihr als schlecht erkannt habt. Ich habe lange über das Problem nachgedacht. Sie brauchen mich nicht mehr. Ich glaube, die sind alle hier verrückt geworden. Hi zusammen. Hallo Manuel. Hallo Manuel. Salut. Mom, ich sag's dir gleich, hier steht Ärger ins Haus. Oh nein, nicht schon wieder was. Was hast du denn jetzt schon wieder ausgefressen? Naja, die Frau Kutschera will dich verklagen und so. Das hat sie auf jeden Fall gesagt. Es steht doch schon ein Anwaltsbrief ins Haus. Oh Gott, ausgerechnet. Die kenne ich vom Elternsprechabend. Die hatte Haare auf den Zähnen. Das war echt scheiße. Am liebsten würde ich es rückgängig machen. Ich würde auch einiges rückgängig machen, wenn ich könnte. Aber leider geht's nicht. Also, blicken wir der Zukunft ins Auge. Na, Schätzlein, wie war es heute bei der Frau Bertram? Wir waren in einem Museum, da waren lauter Figuren aus Griechenland. Da hat sie mir lauter ganz, ganz alte Geschichten erzählt. Ich glaub's gar nicht, was die alles weiß. Sag mal, kannst du mich nicht von der blöden Schule abmelden und ganz zu Frau Bertram gehen? Genau, ich könnte auch bei ihr schlafen. Hier in einem richtigen Internat. Glaubst du nicht, dass deine Freundinnen dir ein bisschen fehlen werden? Mit wem willst du reden und spielen in der Pause? Stimmt, das habe ich mir noch gar nicht so richtig überlegt. Pascal, haben wir noch ein bisschen Kisch? Ich würde nachher gerne eine mitnehmen. Ganz viele, ich packe dir gleich erst ein. Danke. Wieso willst du noch weg? Ja, ich muss noch mal ins Architekturbüro. Wir befinden uns im Endspurt. Und wozu brauchst du dein Proviant? Ja, für den armen Mühlenburg. Der hat bestimmt noch nichts gegessen. Der arbeitet und arbeitet. Ja, der ist nett und der Paul auch. Mhm. Sag mal, springt eigentlich was für euch raus, wenn ihr gewinnt? Ja, ich denke schon, aber mir geht's mehr um die Herausforderung. Mami, wen magst du lieber, den Alexander oder den Papa von Paul? Alexander natürlich, du Kröte. Margot? Margot?
Guten Abend. Guten Abend. Das Essen steht unten in der Röhre. Ich mach das hier noch fertig, dann komm ich runter. Wenn du großen Hunger hast, kannst du ja schon anfangen zu essen. Kannst du mir erklären, was das soll? Siehst du doch, ich putze. Und warum gerade jetzt? Weil ich es uns schön machen will. Von heute an hast du eine Frau, die nur noch für dich da ist. Das soll nicht alle Tassen im Schrank. Ich will keine Frau, die nur für mich alleine da ist. Das weißt du genau. Also heute spielst du wirklich verrückt. Schmeißt dem Werk die Arbeit hin, fängst mit Hausputz an und morgen fängst du an zu jammern, weil dir die Decke auf den Kopf fällt. Du bist doch keine Frau, die den ganzen Tag allein zu Hause hockt und auf ein Abendessen mit dem Mann wartet. Früher oder später hört jeder auf zu arbeiten. Und ich fange eben früher damit an. Auf jeden Fall, bevor mich dieser Holzapfel völlig fertig macht. Dana, du kannst machen, was du willst. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich hätte schon früher aufhören sollen, damals, als ich mit Frau Seeberger diesen Krach hatte. Und wenn mir wirklich die Decke auf den Kopf fällt, dann suche ich mir eben eine neue Stelle. Fachkräfte mit meiner Erfahrung werden immer gebraucht. Hoffentlich. Man muss sich formal Material selbst anregen lassen und sich der unkontrollierten Spontanität hingeben. Es geht um die suggestive Kraft. In der Kunst will jedes Werk aus sich selbst ausbeurteilt werden. Ein äußerliches Messen, das nur darauf abzielt, ein Werk gegen das andere schöner, größer oder origineller zu finden, ist unkünstlerisch. Ja, aber wissen Sie, wenn ich ehrlich bin, kann ich damit nicht viel anfangen. Es ist nicht alles Kunst, was heute gerade modern ist. Trotzdem üben Sie weiter. Gut, dass Sie kommen. Vielleicht haben Sie mehr Glück. Wie geht es Ihnen? Was soll es sein? Sehen Sie selbst. Ist sie oben? Ja. Guten Abend, Frau Kärtner. Guten Abend, Frau Seeberger. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung hier. Kommen Sie, wir gehen runter und setzen uns in die Küche. Ich möchte wissen, was heute passiert ist. Heute? Jeden Tag? Seit Sie den Herrn Holzapfel zum Prokuristen gemacht haben. Da konnte mich doch nie leiden. Jetzt hat er, was er wollte. Ich bin weg. Außerdem, bitte entschuldigen Sie die Offenheit, habe ich den Eindruck, dass Sie das Kieswerk sowieso nicht mehr besonders interessiert. Das stimmt nicht, das wissen Sie genau. Ich habe halt geglaubt, wenn zwei solche Vollprofis wie der Herr Holzapfel und Sie das Werk leiten, dass ich nicht jede Minute da sein muss. Da haben Sie sich eben geirrt. Soll doch vorkommen, dass zwei nicht miteinander können. Bitte komm jetzt zurück. Ich kann nicht so lange der Holzapfel sitzen. Aber ich kann doch nicht so einen Mann entlassen, nur weil Sie sich mit ihm nicht vertragen. Dann müssen Sie eben auf mich verzichten. Ich brauche Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie bleiben noch wenigstens. Ich bleibe. Danke, Koch. Hast du dich angetauscht? Vernissage? Ich möchte dir gerne einen ganz begnadeten Künstler vorstellen. Mario Küster. Er wird einer von den ganz, ganz Großen sein. Er hat diese wunderbaren Bilder hier gemalt. Guten Tag. Tag.
Sind Sie Künstler oder vielleicht Mäzen? Ich mache Kies. Was? Ich habe ein Kieswerk. Ach so, ach, machen Sie sich nichts draus. Ein Künstler, der muss gerufen sein und nicht jeder ist dazu in der Lage, den Menschen eine Message zu geben. Sie entschuldigen mich bitte. Meine Message ist, dass ich jetzt gehe. Wieso denn? Gefällt es dir hier nicht? Hier sind doch so viele interessante Menschen. Ja, das mag sein, aber weißt du, vielleicht bin ich wirklich so einfach gestrickt. Ich kann mit diesen pseudo-intellektuellen Geschwätz nichts anfangen. Also wenn ich ehrlich bin, mir ist ein Pokerabend lieber als diese Wichtigtour. Tikisch. Guten Appetit. Oh, danke. Ich gestehe, ich habe mächtigen Hunger. Essen Sie da nichts? Nein, danke. Ich habe schon zu Hause mit den Kindern gegessen. Trinken Sie einen Schluck Wein mit? Gerne. Viel ist nicht mehr da. Für zwei Gläser reicht's noch. Von mir. Die hat unsere Pascal gemacht. Trotzdem gut. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, sonst wären Sie auch verhungert. Ja, verhungert an Leib und Seele. Seit Sie dabei sind, weiß ich gar nicht mehr, wie ich ohne Sie habe arbeiten können. So, jetzt gehen wir an die Beschreibung. Wir müssen gut formulieren, damit die Schüler uns auch versteht. Haben Sie schon einen Entwurf vorbereitet? Ja. Ich habe da ganz so was formuliert. Aber ich möchte gerne, dass Sie die Bewerbung in Ihre Worte fassen. Gut, fangen wir an. Ehrlich gesagt, ich kann den Tag der Auslobung gar nicht mehr erwarten. Lassen Sie eigentlich irgendwann mal die Flügel hängen? Nur wenn ich zu Hause bin, allein in meinem Zimmer. Wenn Sie mal eine Schulter zum Anlehnen brauchen. Ich wäre für Sie da. Danke, Lorenz. Anna-Maria traut ihrem Partner Moosreitner nicht mehr über den Weg. Aber der Versuchung, in seinem Architekturbüro mitzuarbeiten, kann sie nicht widerstehen. Lorenz kommt sogar am Wochenende zum Zeichnen zu den Seebergers. Sohn Manuel veranstaltet unterdessen im Kieswerk heimlich eine Mofa-Rallye. Einer seiner Freunde verunglückt dabei schwer. Manuel reagiert sofort und holt Hilfe. Am Unfallort begegnen sich Anna-Maria und Alexander in seltener Eintracht. Manuel dagegen ist am Ende. Er fühlt sich am Unfall seines Freundes schuldig. Hat auch einen Autounfall gehabt, aber mit einem großen LKW. War deine Mama auch dabei, als es passiert ist? Nö, sonst wäre sie auch tot. Und dann wäre ich jetzt ganz allein. Mein Papa saß am Steuer. Ihm ist nicht so viel passiert. Er hat sich immer ganz viele Sorgen gemacht. Ich habe ihn dann immer getröstet. Du machst das eigentlich auch manchmal. Einfach die Augen ganz fest zumachen und dann stellst du dir vor, dein Papa würde noch leben. Ich mache das bei meiner Mama so. Manchmal klappt es. Bei mir klappt es nicht, aber weißt du, du musst nicht traurig sein. Weil deine Mama und mein Papa, die haben sich im Himmel jetzt ganz bestimmt getroffen. Und denen geht es jetzt bestimmt ganz, ganz gut.
Woher nehmen Sie nur die Kraft? Ihre Kinder, das Gießwerk und jetzt das hier, das alles unter einen Hut zu bringen. Durch die Herausforderung bin ich erst stark geworden. Und ich bin fast zusammengebrochen. Ich wusste überhaupt nicht mehr weiter. Wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, ich würde einen LKW fahren oder ein Kieswerk leiten oder mich als Architektin versuchen, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Sie haben schon recht. Das Schicksal trägt man nicht leichter, indem man sich verweigert. Anna Maria, Sie ahnen gar nicht, wie sehr mir Ihre heitere Art gut tut. Wie sehr ich Sie dafür... Anna, ich glaube, ich habe mich in Sie verliebt. Sie müssen jetzt nichts sagen. Mein Gefühl für Sie ist erst einmal mein Problem. Antworten Sie mir erst, wenn Sie vielleicht das Gleiche empfinden. Ich kann warten. Prinzessin! Alexander, schau mal, wir haben ein richtiges Wasserrad gebaut. Mensch, toll. Schau mal, da vorne ist der Staudamm. Das ist manchmal, wo wir den brauchen. Also mit dem Wasserrad erzeugt ihr sicher Strom. Und den Bach habt ihr gestaut, damit ihr besser Fische fangen könnt. Ach Quatsch, ich mach doch keine Fische tot. Nee? Wer ist der junge Mann? Ich bin der Paul. Das ist mein Freund. Du, Alexander, fahr mal ein Stück mit deinem Auto. So, wenn ihr Lust habt. Festhalten. Mom? Kann ich mal mit dir reden? Was gibt's denn? Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Was ist mit deinem Taschengeld? Ist abgebrannt. Tja, mein Schatz. Was hältst du von Einteilen? Wozu brauchst du das Geld? Ich wollte den Sascha im Krankenhaus besuchen und ihm was mitbringen. Und außerdem brauche ich eine Fahrkarte, verstehst du? Kein Wort. Ab heute fahre ich nämlich mit dem MPV. Fährst du mit deinem Mofa? Nee. Okay. Hol dir das Geld aus meiner Handtasche und bring dem Sascha ein paar Blümchen mit. Danke, Mann. Manuel, von mir aus kannst du das Mofa benutzen. Das kann ja nichts dafür. Nein, erstmal nicht. Der Manuel ist schon in Ordnung. Wenn ich dann denke, was ich alles in dem Alter gemacht habe. Sie Kaffee oder möchten Sie lieber Tee? Nein, danke. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es dem Sascha geht. Gott sei Dank, gut. Manuel besucht ihn gerade. Du, danke, nein, ich muss weg. Der Singer hat für uns gekocht. Für mich und Papa. Ja, für die kleine Prinzessin, Blumen. Alexander!